Kommen wir zu der heutigen Session. Sekundäre Baustoffe, wie der Kreislaufgedanke das Bauen verändern kann. Tolles Thema. Es passt tatsächlich auch ganz gut zur COP27, die aktuell läuft. Sie wissen, der große Weltklimagipfel, der gerade in Ägypten stattfindet, noch bis zum 18. Und ein wirklich maßgebliches Zahnrad oder Hebel, wenn Sie so wollen, für Klimaschutz ist wirklich auch der Umgang mit den Ressourcen auf unserem Planeten. Und dass man da wirklich sehr viel machen kann, dass man die Ressourcen, die wir auch schon verbaut haben, dass man da wirklich aktiv Klimaschutz betreiben kann, darüber auch wird es heute gehen. Wir haben den tollen Referenten heute mit dabei. Das ist Herr Stefan Schmidtmeier. Super, dass Sie da sind. Wir freuen uns wirklich sehr vom BVSE. Das ist der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Sie sitzen in Bonn oder der BVSE sitzt in Bonn und Sie sind dort Geschäftsführer für ja, den Fachverband Mineralik. Und Geschäftsführer sein, das scheint Ihnen irgendwie in die Wiege gelegt worden zu sein. Also ich durfte einen Blick werfen auf Ihre Vita und ja, da haben Sie wirklich von früh auf das auch gelernt, sowohl akademisch als auch wirklich praktisch als Industriebetriebswirt, Fachrichtung Bauwirtschaft und jahrelang haben Sie sich da eben auch wirklich mit den, also tatsächlich auch in einem Unternehmen direkt selber mit der Gewinnung und Weiterverarbeitung von Sand, Kies, können Sie sicherlich auch besser selber erklären, beschäftigt und sind dann seit 2015 eben Geschäftsführer des Fachverbandes Mineralik. Also super viel Fachexpertise, die da auch von der praktischen Seite, die Sie da mitbringen. Das ist super, da freuen wir uns drauf und damit würde ich sagen, the stage is yours. Ich würde damit an Sie übergeben, Herr Schmidtmeier. Und ich glaube, Sie können meinen Bildschirm dann auch direkt überspielen. So, ich denke, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm. Ja, das klappt ganz wunderbar. Also, herzlich willkommen und wir sind gespannt. Ja. Grüß Gott zusammen, guten Tag. Sie hören es an meiner Begrüßung. Der Bundesverband BVSE hat seinen Sitz in Bonn am Rhein. Ich selbst bin mit der Geschäftsstelle im Süden, mitten in Bayern verortet. Da komme ich auch her. Hier habe ich auch meine Praxiserfahrungen, gesammelt als Unternehmer. Habe mich immer schon in diesen Entsorgungsverbänden, Recyclingverbänden als Unternehmer engagiert, um das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling voranzubringen. Das hat sich vor 30 Jahren noch ganz anders dargestellt in der Praxis wie heute. Und bin jetzt seit 12 Jahren in Bayern verbandsmäßig hauptberuflich unterwegs und eben seit 2015, wie der Herr Grammolisch gesagt hat, eben beim BVSI. Ganz kurz zum BVSI. Wir sind einer der größten oder momentan der größte Entsorgerverband in Deutschland, mittelständisch geprägt. Wir bearbeiten oder wir betreuen alle Abfallströme vom Altpapier über die Kunststoffe, die Schrotte, über Greifen und Gummi bis hin auch zu den Sonderabfällen, also den gefährlichen Abfällen. Und eben auch die Mineralik, die ja den größten Abfallstrom in Deutschland und auch europaweit darstellen. Das sind diese 10 Fachverbände. Wir sind in allen Bundesländern vertreten, in Bayern eben auch in Kooperation mit dem Baustoffrecycling Bayern in München. Und so versuchen wir das Ganze seit vielen Jahrzehnten voranzubringen, zu unterstützen. Unser Ziel ist es, das Recycling zu stärken, den Kreislauf zu stärken, wobei uns natürlich auch bewusst ist, dass wir in manchen Bereichen auch Materialien, Abfälle ausschleusen müssen aus dem Kreislauf, weil sie zu schadstoffbelastet sind, weil wir derzeit noch keine Aufbereitungsmöglichkeiten haben, technische. Und somit versuchen wir auch, die sonstige Verwertung, ob jetzt die Verfüllung im mineralischen Bereich oder die thermische Verwertung und auch eben die Deponie mit zu betreuen, aber eben immer unter dem Aspekt Recycling first, also erst das Recycling, das Wiederverwenden und auch die Abfallvermeidung, bevor wir in die andere Richtung gehen. Ja, gehen wir gleich ins Thema rein. Sekundäre Baustoffe, also landläufig wird auch Recyclingbaustoffe gesagt, aber das ist eben nur ein Teilbereich. Da geht es eben um die
industriellen Nebenerzeugnisse, also Schlacken, Aschen aus der Müllverbrennung, alles mineralische Stoffe, die wir auch sehr gut als Baumaterial, als Baustoff wiederverwenden können. Dann natürlich die Primärrohstoffe, die wir gewinnen aus Steinbrüchen bei der Sand- und Kiesgewinnung, Lehme für die Ziegelindustrie, also all diese Primärbaustoffe, die geben wir in unsere Bausubstanz, in unsere Infrastruktur rein. Und der Kreislauf ist uns eigentlich vorgegeben. Da streben wir seit über 30 Jahren mit der Kreislaufwirtschaft dahin, dass wir sagen, das, was wir in diesen Baukreislauf, in diesen Wirtschaftskreislauf eingeführt haben als Bauprodukt, wollen wir, wenn wir die Nutzung am Nutzungsende sind und was anderes draus machen wollen, weil wir zum Beispiel das Gebäude umbauen, ausbauen, renovieren oder eben am Schluss zurückbauen, um wieder was Neues an die Stelle zu setzen, dann wollen wir die Stoffe, die wir eben da zurückbauen, die wir ausbauen, wiederverwenden. Dann haben wir gar keine Abfälle. Wenn das nicht geht, vielleicht noch reparieren, um es für den gleichen oder ähnlichen Zweck zu verwenden und viele Materialien eben zu recyceln, um wieder neuere Baustoffe, Sekundärrohstoffe, Sekundärbaustoffe daraus zu machen, die wir dann eben komplett wieder in den Kreis bringen. Was benötigen wir so im Jahr an Baustoffen für unsere Bauwirtschaft, für unsere Wirtschaft insgesamt? 550 bis 600 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist also eine ganze Menge. Und gleichzeitig fallen jährlich ca. 220 Millionen Tonnen an mineralischen Bauabfällen an, die wir natürlich wiederverwenden, wieder recyceln, wieder aufbereiten sollen, um eben Sekundärrohstoffe, Sekundärbaustoffe daherzustellen. Und was machen wir derzeit oder nach 30 Jahren Kreislaufwirtschaft? Ungefähr ein Drittel dieser Bauabfälle, die anfallen, also knapp 73 Millionen Tonnen, die werden wirklich wieder aufbereitet zu Sekundärbaustoffen und kommen in diesen Baukreislauf, in diesen Stoffkreislauf mit zurück. Der Rest dieser ganzen Abfälle, und das ist eigentlich beschämend, schauen Sie sich die Zahlen an, immer noch nach 30 Jahren zwei Drittel dieser ganzen Bauabfälle fahren wir in, entschuldigen Sie den Ausdruck, in Löcher, also in Gruben, Brüche oder Tagebauen, verbrennen das in der Müllverbrennung oder wir geben das eben in Deponien zur Beseitigung. Also nach 30 Jahren Kreislaufwirtschaft ist es sicher kein Ruhmesblatt, wenn Sie diese Zahlen nochmal vergleichen. Da hätten wir sicher schon mehr schaffen können. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, warum ist es so? Und wenn wir jetzt einmal diese Probleme anschauen, die wir so mit dem Recycling haben, dann sagen viele, ja, wir können ja so viele Stoffe, die wir da ausbauen, diese Abfälle gar nicht aufbereiten. Dem möchte ich widersprechen. Wir können brechen, wir können sieben, wir können waschen, wir können sortieren. Computergestützt mit modernster Sensortechnik können wir das machen und wir haben auch Anlagen, die wunderbar zum Beispiel aus Bodenaushub Schadstoffe, die vorhanden sind, entfrachten, sodass wir dann das Endprodukt, den Sekundärbaustoff, als schadstofffrei oder nur gering schadstoffbelastet eben wieder einsetzen können. Also wir haben die Technik, die moderne Technik macht es möglich, aus diesen mineralischen Abfällen Baustoffe, Sekundärbaustoffe herzustellen, die gleichwertig sind zu den natürlichen Baustoffen. Und wenn man die Schadstoffbelastung ansieht, sind wir oft sogar besser wie die Primärrohstoffe, denn hier wird diese geogene Grundbelastung, Hintergrundbelastung mit Schadstoffen oft außer Acht gelassen. Gleichwertig, auch das kann ich mit gutem Gewissen behaupten, denn unsere Sekundärbaustoffe, die wir herstellen, müssen reingepackt in ein Regelwerk, in ein technisches Regelwerk, die gleichen bautechnischen Anforderungen erfüllen wie die Primärrohstoffe. Also wenn Sie einen Sandkies als Primärbaustoff bestellen für Ihre Baustelle, dann können Sie genauso einen Sekundärbaustoff aus Sand und Kies bestellen. Der muss die gleichen Anforderungen erfüllen
wie eben das Naturmaterial. Und zusätzlich werden unsere Sekundärbaustoffe, müssen natürlich auf die Umweltverträglichkeit geprüft werden. Das fällt bei den Naturbaustoffen weg und sie haben erst manchmal beim Wiederausbau dann eine böse Überraschung, weil ihnen vielleicht der Recyclingbetrieb sagt, dieses Material nehme ich nicht zurück, weil die geogene Belastung zu hoch ist, das kann ich so nicht verarbeiten. Also auch da haben wir keine Probleme, das ist alles gleich. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn diese Grundpfeiler einer Kreislaufwirtschaft gegeben sind, an was hakt es dann? Und da haben wir halt verschiedene Probleme. Denn jeder sagt Recyclingbaustoffe, Sekundärbaustoffe, ja, aber das ist ja immer mit Lärm, Staub, Abgasen verbunden. Wir haben Verkehr, wir haben Flächenverbrauch. Dem möchte ich aber entgegnen, auch wenn wir Naturbaustoffe abbauen, Naturrohstoffe, dann haben wir die gleichen Anlagen, dann haben wir die gleichen Gewinnungswege. Da ist ein Bagger, da ist ein LKW, da wird gesprengt, da wird gesiebt, da wird gebrochen. Also da haben wir die gleiche Technik. Also wir haben mit Sekundärbaustoffen nicht mehr. Im Gegenteil, wir haben dann noch den Vorteil, dass diese Anlagen im Sekundäraufbereitungsbereich ständig auch auf dem neuesten Stand gehalten werden, sehr viele mobile Anlagen unterwegs sind, die den Verkehr verringern, weil wir direkt am Anfallort auf der Baustelle die Materialien aufbereiten können, also lange Transportwege eben entfallen. Oft sind auch unsere stationären Anlagen wesentlich näher am Ballungsraum, am Ort des Geschehens, wie eben der Steinbruch, der ja nicht mitten in der Stadt liegt oder in einem Gewerbegebiet, sondern eben im Außenbereich, im ländlichen Bereich. Also da können wir ganz gerne sagen, das sind keine stichhaltigen Argumente. Flächenverbrauch, auch hier, glaube ich, sind wir besser. Denn wenn Sie einmal eine Recyclinganlage installiert haben, sagen wir auf einer Fläche von 2-3 Hektar, dann können Sie wunderbar arbeiten. Und diese Fläche reicht aus. Da können Sie immer wieder neues Material aufbereiten. Wenn Sie Naturmaterial abbauen, dann brauchen Sie jedes Jahr zusätzliche Flächen für den Rohstoffabbau, um Ihre Aufbereitungsanlage mit neuem Material zu versorgen. Also auch hier ganz klar nein. Schadstoffe habe ich angesprochen. Wir müssen die Umweltverträglichkeit prüfen. Es gibt ganz klare Regelungen, mit welchen Belastungen wir welche Materialien wo einsetzen dürfen. Ab nächstes Jahr im August gilt dann die neue Ersatzbaustoffverordnung, also die das dann bundeseinheitlich regelt und ganz klar wissenschaftlich basiert und fundiert eben uns dann auch bestätigt, wenn wir die Sekundärbaustoffe in der Art und Weise prüfen, Güte wachen und kontrollieren und dann eben auch entsprechend einbauen, dann haben wir kein Problem mit den Schadstoffen, dann haben wir auch keine Schädigungen oder schädlichen Veränderungen im Grundwasser, im Bodenbereich zu befürchten. Der nächste Punkt, wenn ich Recyclingbaustoffe einbaue, schaffe ich mir dann die Altlast von morgen eben nicht, weil Sie ganz klar wissen oder von vorher schon wissen, was Sie einbauen. Und wenn Sie heute einen Recyclingbaustoff, den Sie vor 5, 10 Jahren eingebaut haben, wieder ausbauen, dann gebe ich Ihnen Brief und Siegel, dann können Sie den auch wieder verwenden, wenn natürlich nicht durch die Nutzung was eingetragen worden ist. Im Gegenteil, beim Naturbaustoff wissen Sie die geogene Belastung oft nicht. Und da sind Sie dann vielleicht eher dann eben unwissend, und haben dann die große Überraschung, wenn beim Wiederausbau es dann heißt, dieses Material müssen wir doch auf eine Deponie geben. Also auch das stimmt für sekundäre Baustoffe nicht. Die Qualität, habe ich gesagt, Qualitätssicherung, Zertifizierung, die technischen Regelwerke, DIN-Normen und so weiter, die gleiche Qualität können wir herstellen wie bei Primärbaustoffen. Im Gegenteil, durch moderne Sortier- und Dosiereinrichtungen können wir sogar Qualitäten gezielt herstellen. Der Steinbruch muss die Qualität nehmen, die aus dem Naturmaterial eben resultiert. Der Recycler kann mit der entsprechenden Technik gezielt eine bestimmte Qualität herstellen und auch die Qualität verbessern. Also auch das muss man verneinen, kann man verneinen. Die Kosten, das Gleiche.
Wir haben keine Subventionen, wir haben keine Besserstellung im Wettbewerb von sekundären Baustoffen. Die müssen konkurrieren, Angebot und Nachfrage, das ganz normale Marktgeschehen mit den Naturbaustoffen. Der günstige Baustoff wird in der Regel zum Zuge kommen. Das kann auch gerne so bleiben, weil in der Regel liegen wir mit den sekundären Baustoffen auch günstiger wie mit den Naturbaustoffen. Es gibt auch genügend Beispiele, wie in München wird seit 2, 3 Jahren eine große alte Militärkaserne zurückgebaut. Es entsteht ein ganz neues Wohnquartier mit über 5000 Wohneinheiten. Man hat sich zum Ziel gesetzt, auf der Baustelle so viel wie möglich im Kreis zu fahren. Mit ca. 70-75% der Bauabfälle gelingt das auch. Und die Stadt München hat vor 2 Jahren schon bekannt gegeben, dass man sich mindestens 10 Millionen Euro spart durch dieses Recycling, durch diese Kreislaufführung, weil man weniger entsorgen muss und weniger neues Material beschaffen muss. Das kann man alles vor Ort auf der Baustelle neu herstellen. Auch die Verfügbarkeit. Ich kenne noch keine Baustelle, die abgesagt werden musste, weil die Recyclinghersteller zu wenig Material haben. Es ist ganz klar, es muss sich ein Markt entwickeln. Momentan der Markt für R-Beton, also Beton aus recycelten Gesteinskörnungen. Wenn momentan ein Betonwerk eine größere Menge nachfragt, kann es natürlich zu Engpässen kommen. Aber ich sehe die Aktivitäten in unserem Mitgliederkreis. Da sind sehr viele Betriebe da, die ihre Technik aufmotzen, die neu investieren, um eben diesen neuen Markt auch bedienen zu können. Also mit ein bisschen Zeitverzögerung wird auch hier das gelingen, das alles so verfügbar zu machen, wie es der Markt eben braucht. Das Einzige, was wir nicht ändern können, das muss sich in den Köpfen ändern, das sind halt diese bewährten Geschäftsmodelle, die wir durchführen. Ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das selber gemacht. Sie haben ein Ackerland, da nehmen Sie den Kies und den Sand raus. Also Sie schaffen ein Loch, mit Sand und Kies verdienen Sie Geld. Dann füllen Sie in dieses Loch im Rahmen der Verfüllung Bodenmaterial ein. Auch dafür kriegen Sie wieder Geld. Und wenn Sie am Schluss wieder die Fläche haben und können das dann wieder als landwirtschaftliche Fläche oder so vielleicht als Gewerbe- oder Wohngebiet dann irgendwann nutzen, dann haben Sie nämlich eine wunderbare Wertschöpfung. Das haben Sie jetzt mit dem Recycling nicht, weil das ist erst einmal kostenintensiver als das Verfüllen, als das Deponieren für den einzelnen Unternehmer, für den Betrieb. Also er muss mehr reinstecken, hat weniger Rendite. Da zeigt sich eben die Rendite erst über die Jahre, weil vielleicht auch unsere Enkel und Nachkommen dann von diesem geänderten Geschäftsmodell mehr profitieren, als ich natürlich oder der Unternehmer gegenwärtig, wenn er dieses alte Modell weiterführt. Also was haben wir dann als Lösung? Eigentlich brauchen wir nichts zusätzlich. Wir haben alles. Wir haben gesetzliche Regelungen, die den selektiven Rückbau vorschreiben. Als Grundvoraussetzung, je sortenreiner, je getrennter ich Materialien zurückbaue, desto leichter und kostengünstiger kann ich sie aufbereiten. Wir haben Regelungen zur Vorerkundung, zur Bestandsaufnahme unserer Bausubstanz. Urban Mining ist hier der Begriff, der da ist. Wir haben das Kreislaufwirtschaftsgesetz, wir haben die Abfallhierarchie, Recycling vor Verwertung, vor Beseitigung, also ein Recyclinggebot. Wir haben ab 01.01.2024 sogar ein Deponieverbot über die Deponieverordnung für grundsätzlich verwertbare Abfälle. Wir haben dann die Regelung mit der EBV, es gibt keine Sekundärrohstoffe, keine Sekundärbaustoffe mehr ohne eine Güteüberwachung. Also dass auch die Umweltverträglichkeit zuverlässig geprüft ist über diese Ersatzbaustoffverordnung. Und wir haben schon lange im Gesetz stehen, dass die öffentliche Hand mit einer Vorbildfunktion vorangehen sollte und soll also bevorzugt eben auch Sekundärbaustoffe einsetzen. Das alles haben wir.
Nur wir führen es nicht durch. Wir handeln nicht nach unseren Gesetzen, weil es eben auch nicht entsprechend kontrolliert wird. Und eben diesen Vorrang für sekundäre Baustoffe. All das ist festgelegt. Was brauchen wir noch am Produktstatus? Da diskutieren wir, da verhandeln wir. Wir hoffen, dass das die nächsten ein, zwei Jahre gelingt. Wir brauchen natürlich einen Kapazitätsaufbau. Da schlägt uns manchmal unsere Bürokratie die Prügel zwischen die Beine und verlangsamt es, aber auch die Einstellung oft in der Öffentlichkeit, wie bei der Energiewende, regenerative Energien wollen wir jederzeit, das ist uns am liebsten, aber die Anlagen dafür bitte nicht bei uns. Das Gleiche haben wir natürlich mit den Aufbereitungs- und Recyclinganlagen das Problem. Wir bräuchten Substitutionsquoten, dass Sie oder dass jeder Kunde einfach sieht, ob er ein Haus baut oder eine Straße, egal was da gemacht wird, wie viel wurde ersetzt von den Naturbaustoffen durch sekundäre Baustoffe, dann haben Sie als Kunde, als Bauherr die Möglichkeit, bewusst zu entscheiden, mehr Nachhaltigkeit oder kostengünstiger oder in andere Richtungen zu bauen. Und die Förderung, also dass man endlich einmal beginnt, dieses Recycling auch ein bisschen zu fördern, auch im mineralischen Bereich, im Baubereich, damit man da eben vorangekommt. Da haben wir einen Status quo und ich lasse jetzt einmal durchlaufen. Das Ziel sollte es sein, Sie sehen, die Zahlen verändern sich und ich sage Ihnen, das, was wir alle als Grundlage haben, was wir an Technik haben, was wir an Entwicklungen haben, sind es keine aus der Luft gegriffene Zahlen. Wir werden nie alle Naturbaustoffe durch Recyclingbaustoffe ersetzen können, aber wir werden auf jeden Fall, wenn wir alle Möglichkeiten nutzen, mehr als 25% unseres Baustoffbedarfs zukünftig mit Sekundärbaustoffen bewältigen können, substituieren können. Und das Ziel wäre halt wirklich, 2/3 mit Sekundärbaustoffen zwei Drittel der Abfälle, die anfallen, wieder zu Sekundärbaustoffen aufzubereiten und in den Kreislauf zurückzubringen und eben nur ein Drittel in die Beseitigung oder Verwertung zu geben. Das muss unser Ziel sein. Das ist auch ein realistisches Ziel und das könnten wir kurzfristig umsetzen. Da bin ich überzeugt, wenn wir die Möglichkeiten, die wir heute schon haben, von der Technik, von den gesetzlichen Rahmensetzungen, und so weiter, wenn wir das alles einfach umsetzen, bewusst umsetzen und uns dran machen, nicht nur darüber zu reden, sondern eben auch entsprechend zu handeln. Ja, das wäre jetzt im Kurzen mal der Überblick und ich freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön.